Hallo, heute berichte ich das zweite Mal von Instant Change, weil ich das Instant Change das zweite Mal gemacht habe bei Pierre Zimmermeier. Und das hatte seinen Grund, weil ich nach dem ersten Mal ja immer tiefer gekommen bin, sind Entscheidungen gefallen und dann habe ich da so das Gefühl gehabt, wie bei einer Zwiebel, die sich häutet, dass wieder neue Sachen sichtbar wurden. Ich war da gewesen, einerseits wegen meiner Krankheit, eine Colitis ulcerosa, eine Darmentzündung, die ich habe, und die hat sich deutlich verbessert irgendwie. Ich will jetzt noch nicht sagen, dass ich ganz ausgeheilt bin, aber ich kann einfach sagen, dass ich momentan symptomfrei bin und das ist schon ganz toll. Und des Weiteren bin ich bei Pia gewesen, ja, um einfach neue Entscheidungen zu treffen, in die Selbstliebe zu kommen, aber auch Dinge loszulassen. Und ja, dafür braucht es einen Prozess, vielleicht zwischen dem ersten und zweiten Mal. Und jetzt beim zweiten Mal habe ich mich klar entschieden. Und das hat aber jetzt so, ich berichte jetzt 3 Wochen danach, dazu geführt, dass ich wirklich so eine Gefühlsachterbahn durchlebt habe. Dass einige Dinge sich wirklich zum Positiven gewendet haben, aber ich auch echt hinterherkommen musste. Darum sage ich auch, es ist nicht so immer ganz einfach, sondern ja, es geht immer darum, eine klare Entscheidung zu haben und die zu verfolgen. Und wenn ich ehrlich bin, waren da auch ganz schreckliche Tage dabei, aber jetzt geht es mir wirklich, ja, gut. Und ich merke selber, ich muss jeden Tag anscheinend entscheiden, ob ich das will oder nicht. Und das sei ganz wichtig, wenn man Instant Change macht, muss man sich entscheiden. Danke.